Mein Name ist Michael Anger. In diesem Video möchte ich Ihnen mit der ExoCut Partial Framework Software einmal eine Oberkiefer-Geschiebeprothese modellieren. Hierzu wähle ich den entsprechenden Datensatz aus, definiere Oberkiefer und bestätige mit OK. In der folgenden Ansicht sehen wir jetzt den Oberkiefer mit der aufgesetzten Frontbrücke und den entsprechenden Geschieben. Wir haben im Gaumenbereich keinerlei Unterschnitte und auch die Geschiebe sind auf 0 Grad gefräst, somit dürfen auch da keine Unterschnitte vorhanden sein. Ich setze daher den Don't Block Out Satz in einen Minusbereich. Ich möchte nichts ausgeblockt haben dort. Selbst wenn die Software hier kleine Unterschnitte finden würde, ist mir das egal. Ich weiß, dass es parallel gefräst ist. So, das schauen wir uns einmal rundherum an. Wunderbar, unsere Geschiebe sind sauber, unsere Nachbarzähne sind sauber. Alles gut. Wir klicken auf Next und kommen zum nächsten Schritt. Ein zusätzliches Ausblocken ist jetzt hier nicht nötig, also wieder einmal Next und wir überspringen auch diesen Schritt. Jetzt kommen wir zum Bereich Draw, Connector and Mesh. Und wir zeichnen uns jetzt erst einmal nur die Retentionsfelder an. Mit der linken Maustaste auf den letzten Punkt, dass sich die Kreise schließen. Mit dem Pfeil können wir jetzt diese Strukturen einmal öffnen, um die Punkte fein zu verschieben und zu verändern. Ich wünsche mir hier so ein bisschen Schwung, so ein bisschen Leben. So. Nummer 1. Hier etwas reduziert, dass wir hier nicht Zähne schon behindern. Und die zweite Linie nochmal aktivieren und auch hier eine Feinjustage vornehmen. Zeichnen wir jetzt noch nicht an, sondern ich wechsle jetzt in den Expertenmodus und ins Feld Meshes. Definiere jetzt einmal die Lochgröße auf 2,5. Die Dicke der Retention auf 0,85 und das Ausblockwachs darunter auf 0,6. Und einmal die Kreise leicht verschieben. Ja, der Kollege rechnet noch. Und Apply. Jetzt werden die Retentionen fertig gerechnet. Das schaut gut aus. Und ich wechsle jetzt in das Edit Wax Tool, beziehungsweise zunächst einmal in das Clone Wax Tool. Bevor ich jetzt die große Platte, den großen Verbinder oder die Gaumenplatte auflege, möchte ich zunächst einmal meine Mussstrukturen sichergestellt wissen. Die Reihenfolge, die die Programmierer hier vorgesehen haben, ist eine komplett andere
Aber wer in der klassischen Technik einmal Modellguss gemacht hat, der weiß, in welcher Reihenfolge es sinnvoll ist, welche ja, Wachsprofile aufzulegen. Und nichts anderes ist es in der digitalen Technik auch. Denn um schöne, sanfte Übergänge zu haben und schöne, vernünftige Strukturen haben, zu haben, zum Beispiel Platten mit genarbtem Wachs und dergleichen, ist es absolut sinnvoll, zunächst einmal die Unterkonstruktion sauber zu gestalten und dann erst seine Verbinder oder seine großen Wachsprofile aufzulegen. Ich benutze also jetzt das Clone Vox als Unterziehteil, Unterziehtool, um hier alles sauber zu haben. Die definierte Auftragsstärke von 0,75 mache ich mir hier zunutze, dass ich nicht unkontrolliert aufbaue oder abtrage. Und all die Bereiche, die ich nachher abdecken möchte, überziehe ich jetzt einmal mit dieser Wachsstärke. Dann auch hier wieder der Übergang zum Connector zur Basisplatte schön sauber gestaltet. Und dann wechsle ich in das Edit Wax Tool auf den weichen Bereich, mache das Werkzeug etwas größer und glätte das alles mal so ein bisschen bei. Ganzen scharfen Kanten einmal schön miteinander verschmelzen, schön sauber machen. Dabei natürlich darauf achten, dass wir nicht zu dünn werden, das ist klar. Sieht das Ganze doch schon ganz anders aus. Hier sollte ich dann eher sagen, glätten, aber auftragen, dass wir nicht zu dünn werden über dem Geschiebe. Hier diesen Abschluss noch mal etwas beischwemmen. Das gleiche jetzt noch mal auf der anderen Seite. Hier erstmal glätten. Auch in dem Bereich eher auftragend glätten. Schwimmen.
dann auch hier nochmal etwas Material nachlegen. Immer schön ziehend modellieren, schön in Bewegung bleiben. Zur Verstärkung kann hier diese mittlere Linie einmal zugeschwimmt werden. So bekommen wir etwas mehr Steifigkeit in unseren Modellguss rein. Und das gleiche hier auf der anderen Seite. So. Dann habe ich es ganz gerne, wenn in meiner genarbten Platte eine Struktur erhalten bleibt und so eine Verstärkungswulst eingearbeitet ist. Und daher modelliere ich mir diese Verstärkungswulst auch bei meinen digitalen Modellgüssen mit in den Oberkiefer hinein. Das ist mir noch nicht konkret genug. So, schon besser. Jetzt wechsle ich in das Feld für den Connector, beziehungsweise einmal zurück in den Wizard erst. Bin hier noch bei Draw Mesh und Connector, da habe ich das Feld ja verlassen und lege mir jetzt meine Basisplatte auf. Natürlich versuchen wir jetzt hier so ein bisschen das Ganze symmetrisch anzulegen, genauso wie in der händischen Technik, wie wir das da auch probieren. So, schauen wir uns das Ganze nochmal in einer anderen Ansicht an. Da sind wir ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Wir
dürfen hier nicht zu dünn werden. Die Software mag es nicht, wenn die Platte zu dünn auslaufend ist. Hier fehlt uns ein Punkt. So, dann einmal weiter. Create Mesh können wir jetzt mal abhaken, weil wir haben ja schon das Mesh. Über die Settings definieren wir jetzt also, wie soll die genarbte Platte des Oberkiefers aussehen. Und ich nehme jetzt eine grobe Narbung. Verstärke meine Oberkieferplatte etwas. Und gehe einmal weiter mit Anwenden oder Apply. So. Und wer die letzten Modulationen sich angeschaut hat, der hat mitgekriegt, ich habe das System komplett auf den Kopf gestellt, weil jetzt findet die Zurechnung artefaktfrei und sauber statt. So wollen wir das haben. So soll das aussehen. Klammern brauchen wir keine, also überspringen wir diesen Punkt. CloneWax hatten wir schon, überspringen wir auch. Aber die Finishline, die nehmen wir uns noch mit rein. Eine schöne, dünne Abschlussleiste. Auch hier wird gleich wieder festzustellen sein, dass da sich was im System geändert hat. Und zwar, wenn ich die eine Linie von vorne nach hinten ziehe, dann muss ich die andere Linie von dorsal nach anterior ziehen, weil sonst sind die nicht spiegelbildlich vertauscht, sondern zeigen beide nach rechts oder nach links vom Profil her. Was natürlich unsinnig ist. Da sind jetzt die Linien aufgelegt. Die können wir uns erstmal deutlich flacher machen. Wir haben ja jetzt eigentlich schon den Abschlussrand gehabt. Einmal deutlich dünner. Na komm. Und deutlich schmaler. Na, hat das schon gemacht? Kollege rechnet noch, da ist er. Ziehen wir uns die mal zurecht. Es hakelt hier so ein kleines bisschen. Nochmal hier. Na. Jetzt können wir die noch ein bisschen schräger stellen.
Jetzt fängt das an Sinn zu machen. Einmal Apply fürs Zurechnen und dann nochmal, um das Ganze zu glätten. Je kleiner das Werkzeug ist, desto intensiver ist der Prozess der Modulation, der da ausgeführt wird. Das heißt, auch das Glätten ist wesentlich intensiver, wenn ich das Werkzeug etwas kleiner mache. Auch daran arbeitet ExoCut derzeit noch. Hier würde ich sagen, tragen wir noch ein kleines bisschen auf, bevor wir uns ans Glätten geben. Z, wenn wir einmal zu viel gemacht haben. So, sehr schön. Auf die Art und Weise rechnet sich das alles viel schöner zusammen und sieht nicht mehr so hakelig und abgehakt aus. Insofern, es macht Sinn, hier zwischen dem Expert-Mode und dem Expert, dem Wizard hin und her zu springen und das Ganze hier schon schön auszumodellieren. Bei den Nachmodulationen in der CAD dieser Modellgüsse, wie ich das in den ersten Videos gezeigt habe, birgt sich ein relativ großes Risiko, nämlich auf der Oberfläche zu arbeiten und dabei die untere Fläche unbeabsichtigt zu verformen. Also alleine dieses Auflegen dieser Verstärkungswulst auf der Seite des Oberkiefers hier hat schon dazu geführt, dass ich mir den Modellguss auf der Unterseite verbogen habe. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Von daher kann ich nur empfehlen, dass jetzt hier zu erledigen und eben nicht mehr über die CAD zu machen. Wir lernen alle täglich dazu und insofern habe ich da auch gar kein Problem mit, das so zu sagen. Es war der einzig mir bekannte Weg, wie es gehen könnte. Und jetzt haben wir eben neue Wege gefunden. Jetzt schauen wir uns nochmal die Artefaktbildung an, also auch von der Unterseite her. Dafür gehen wir einmal in den Smooth Level nochmal, blenden uns den Oberkiefer aus und siehe da, da haben wir noch einen kleinen Fehler gefunden, so einen kleinen Fehlerteufel. Ist jetzt allerdings die Frage, ob ich den hier bearbeite oder ob ich das tatsächlich in der Nachmodulation mache. Da muss ein kleines Loch im Modell gewesen sein, anders geht das gar nicht. Hier glätten wir das mal vorsichtig weg. So ganz vorsichtig kann man das hier in diesem Modus schon mal machen. Das funktioniert ganz gut. Aber Vorsicht, wir haben hier keine geschützten Bereiche. Wir haben hier keine Kroneninnenflächen, wie in der CAD gewohnt. Sondern was ich mir hier jetzt kaputt mache, das wird definitiv nicht mehr korrigiert. So. Und ich glaube fast, ich schneide das hier lieber nachher in der CAD weg. Also gehen wir nochmal auf Next. Wenn sich das sauber zurechnet jetzt bei Save for Build
also beim Zusammenrechnen, dann werde ich das anschließend korrigieren. Ja, und tatsächlich, wie hier zu sehen, der Modellguss ist sauber zugerechnet, das sieht alles sehr vernünftig aus, aber da unten dieser kleine Fehler, der ist immer noch so da. Gut, damit können wir diesen Teil der Modellation erstmal abschließen. Ich öffne meinen Ordner Nachmodellation und öffne einmal die CAD. Die Software fragt mich jetzt nach dem entsprechenden Modell. Ich habe natürlich kein Modell, was ich hier geben möchte, sondern ich möchte hier gerne hier diesen zuletzt modellierten Partial Framework geben. Und da ist er mitsamt dem Fehler. Ich definiere dennoch einmal die Blickrichtung als Achse, gehe in den Expertenmodus über Meshes bearbeiten und schneide mir jetzt ganz vorsichtig diesen Fehler hier raus. Einmal löschen und hier einmal Löcher zu. Okay. Jetzt ist dieser Modellguss fertig modelliert. Jetzt ist der Fehler weg. Und Sie sehen, im Vergleich zu den letzten Versionen haben wir hier viel weniger mit Artefakten zu kämpfen, viel weniger mit irgendwelchen Problemen zu tun. Also, ja. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefallen hat und eine Hilfe war und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Michael Anger.